war auch schon oft in meinem Leben in der Türkei, ist auch ein wundervolles Land, aber Berlin, ich bin ehrlich, das erste Mal war Kulturschock, Dicker, weil ich war 5 Jahre alt und ich bin ein verwöhntes Deutschlandkind. Das erste Mal, als ich in Uşak war, meine Heimatstadt, Alter, ich war bei meiner Familie in Uşak, bei meiner Tante und die wohnen halt ein bisschen ländlicher und die haben halt nicht diese normalen Toiletten, auf die wir uns hinsetzen. Digga, ich schwör's, ich war 5, ich habe sowas noch nie in meinem Leben gesehen. So, ich will auf die Toilette, da ist einfach eine Porzellanplatte mit einem Loch drin. Mein Vater hat gesagt, Junge, du machen hier. Ich habe ihn einfach so angeschaut. Als würde ein 5-Jähriger sagen wollen, Vater, das ist unter meiner Würde. Und dann habe ich es versucht, die ersten Male, Dicker, ich konnte meine Balance nicht halten. Ich habe permanent meine Unterwaden angekackt die ganze Zeit. Und dann wollte ich es wegwischen, alles verschmiert, Alter, sah aus wie ein ekelerregender Fetisch. Kakerlaken sind an mir vorbeigelaufen. Boah, bist du eklig, Alter. Boah, Alter, und ich war voll eklig, Alter. Und dann ist mein Vater reingekommen und hat mir gezeigt, wie es geht. Junge, du machen so, du machen so, du machen so, du machen so. Du machen so, du machen gehen hoch, du machen so, du machen so. Digga, das sah aus wie so ein Fitnessvideo. So, Daniel Aminati, ich mach dich krass. Aber die türkische Version, Mehmet Yaran, ich mach dich leer.